Deutschlands Hebammen bangen ums Überleben. Seit vielen Monaten verhandeln sie mit den Krankenkassen um mehr Geld. Mit einer Mahnwache in Berlin haben erneut einige hundert Hebammen gegen ihre Arbeitsbedingungen protestiert. Immer weniger Hebammen können von ihrer Arbeit leben. Monat für Monat geben Dutzende von ihnen auf. Vor allem die rasant steigenden Prämien für die Berufshaftpflicht drücken schwer auf den Geldbeutel. Hebammen haften persönlich, wenn es zu einem Geburtsschaden kommt. Deshalb müssen sie eine Haftpflichtversicherung haben. Doch allein im letzten Jahr sind die Beiträge um über 50% gestiegen. Im nächsten Jahr sollen sie noch einmal teurer werden. Dann kostet die Haftpflicht rund 4.300 Euro im Jahr. Für viele ist das unbezahlbar. Dass jedes Leben das Recht auf einen würdevollen Start hat. Individuelle Begleitung der Eltern an den Bedürfnissen der Familie orientiert. Das Wohlergehen von Mutter und Kind an erster Stelle, ungetrübt von Existenzangst, weil genau die sitzt uns im Nacken. Mit Zeit und mit Ruhe. Eine unserer Forderungen, heute genauso aktuell wie am 5. Mai. Ein bedingungsloses Ja zur normalen Geburt. Und dieses Ja fordern wir von Politikern, von Versicherern, vor allen Dingen von den Krankenkassen. Die Versorgung aller Frauen mit Hebammenhilfe ist elementar wichtig, denn Hebammenbetreuung senkt Interventionsraten. Und dieser präventive Nutzen, der muss geschützt und gestärkt werden und darf nicht durch untragbare Arbeitsbedingungen und finanzielle Not zerstört werden. Das verdient Anerkennung und das verdient vor allen Dingen angemessene Honorierung, auch finanzieller Natur. Der Protest wurde vor dem Haus des Krankenkassenverbandes in Berlin abgehalten. Auf Schildern und Plakaten war deutlich zu sehen, worum es den Hebammen ging. Sie kämpfen um bessere Bedingungen für ihre Arbeit, die mit enorm viel Verantwortung verbunden ist. Mehr zum Beruf Hebamme demnächst auf kinder.de, Ihrem Familienportal.